Also ich bin Hermann Hetzer und ich baue einen Versandhandel für grüne Elektronik auf, das heißt für solare Ladegeräte, Solarspielzeug und Öko-Spielwaren. Das war eines meiner ersten Produkte. Und ja, das ist einfach ein Ast, der mit einem USB-Chip versehen ist. Ein witziges Gadget, ein Stück Natur am PC mit abbaubaren Hülle zumindest. Wir möchten sozusagen Produkte, also Produkte für jedermann bieten, die sozusagen für jeden eine Alternative bieten. Sie sollen einfach sein, sie sollen nachhaltig sein, sie sollen funktionell gut sein, sie sollen ja, einfach einen gewissen Nutzen erfüllen. Das ist jetzt hier ein Dynamo Solar Kurbelradio. Dynamo Solar, weil einfach es hat ein Solarpanel, damit kann es aufgeladen werden, hat aber noch eine Kurbel. 30 Sekunden kurbeln bedeutet 35 Minuten Musik. Und ja, ich mache es jetzt mal hier, man kurbelt. Man hat auch eine Taschenlampe, die hier vorne dran ist. Und dann kann man auch eben die Musik anschalten. Ja, also ich habe ja ganz klein angefangen. Also ich habe wirklich einen eBay-Shop aufgemacht und habe mit meinem Ersparten, was ich mir durch kleine Jobs und diverse Sachen verdient habe, über mehrere Monate sogar, habe ich mir dann so zwei USB-Sticks gekauft und habe die dann kurz vor Weihnachten auf eBay verkauft. Und dann hat sich das so ganz langsam entwickelt. Also ich habe wirklich dann vielleicht noch ein drittes und viertes Produkt dazu genommen und so weiter und dann immer mal wieder eins, bis ich dann halt an dem Punkt war, dass mein WG-Zimmer in München mit zwei, drei Lagerregalen zugestellt war, was nur 12 Quadratmeter hatte. Und im Flur gab es auch schon Lagerregale und dann bin ich halt zurück in die Heimat. Dann bin ich zurück nach Merseburg, wo auch meine Eltern wohnen und wo ich dann eben hier auch Möglichkeiten hatte, kostengünstig meine Produkte zu lagern. Also wir sind jetzt hier im Bürobereich von Vireo und das ist sozusagen Dachboden, alles ein bisschen Gründeratmosphäre und das ist sozusagen der Dachboden meiner Eltern gewesen, den wir selbst ausgebaut haben und hier ist eben jetzt auch dorthin das Lager und Versandabteilung. Und hier ist so mehr oder weniger Bürobereich. Ja, und hier kommen die Bestellungen digital an, die wir dann sozusagen vorbereiten, in Pakete packen und dann eben zur Post bringen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Briefumschlag, der aus recycelten Materialien besteht. Das waren früher alte Karten. Also das ist altes Kartenmaterial. Und das ist für mich ein schönes recyceltes Produkt. Es geht aber noch eine Stufe weiter. Das ist unser Verpackungsmaterial, was aus Mais besteht, 100% aus Mais. Und eben komplett biologisch abbaubar ist. Das heißt also, man kann es auch essen. Ja. Also wo ich vor anderthalb Jahren alleine angefangen habe, gab es doch hier und da Momente, wo man sich überlegt, lohnt sich das Ganze, lohnt sich der ganze Aufwand, wenn man dann bis spät in die Nacht da sitzt und arbeitet an seiner Idee. Aber man weiß auch irgendwie, dass sich das lohnt, weil man es für sich macht. Aber der Anfang ist schon hart, dass man sich einfach durchbeißen muss. Also Solarspielzeug finde ich sinnvoll, weil es auch natürlich bei den Kindern oft gut ankommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Marktstand mache hier in Berlin oder sonst wo, dann wissen die sofort, die Kinder, was dahinter steckt. Also sie wissen sofort, aha, hier wird Energie produziert. Das erklären dann immer die Eltern nochmal, aber die haben es eigentlich schon lange verstanden. Und das ist eigentlich auch wichtig, diese Idee zu transportieren, dass man sagt, das ist sozusagen die Technik von morgen. Kinder, passt auf, damit werdet ihr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu tun haben.